Seid mir aufs Herzlichste gegrüßt, meine lieben Widder, zu eurem Monatsreading für den Mai 2020. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Likes, für die Views, für die Kommentare, für die Abonnements, für alles drum und dran, was so in dem letzten Monat passiert ist. Ja, ich bin seit einem guten Monat jetzt auf diesem Kanal aktiv und ja, meine Erwartungen wurden weit übertroffen, um es mal gelinde auszudrücken. Ich freue mich da trotzdem wie ein Schnitzel drüber natürlich. Würde mich natürlich auch freuen, wenn es weiterhin so läuft. Ich wurde auf persönliche und weiterführende Readings angesprochen, ob ich das denn mal machen würde. Ja, die Antwort ist ja, aber mir fehlt die Zeit im Moment dazu. Bitte hinterlasst mir auch ruhig Feedback, ob das für euch trotzdem irgendwie ja, so von Interesse ist, persönliche oder weiterführende Readings von mir. Und ja, wenn sich da genug melden, sage ich jetzt mal, oder wenn sich noch mehr melden jetzt, dann muss ich halt irgendwie schauen, dass ich die Zeit dafür finde und die Zeit dafür aufbringe. Würde ich schon irgendwie schaffen, wie gesagt, abgeneigt wäre ich nicht, diese Readings zu tätigen, nur, ja, ich kriege es halt zeitlich nicht hin, das ist das Problem. Ja, auch das wird ein allgemeines Reading werden, meine lieben Widder. Das heißt, zuerst springt hier eine Weisheitskarte raus, die dann die Hauptenergie für euren Monat bestimmt, liebe Widder. Anschließend legen wir die Tarotkarten und klären diese mit dem Hexentarot. Ihr solltet das mittlerweile kennen. Was bei allgemeinen Readings so zu beachten ist, habe ich alles in ein Infovideo gepackt, was hier nicht mehr oben ist, sondern nur noch unten in der Infobox. Wer es immer noch nicht kennt, bitte anschauen. Und ansonsten schauen wir jetzt, was der Mai 2020 für euch, liebe Widder, so bereithält. Das Schicksal, was kannst du mir sagen? Für den Mai 2020, für meine Widder. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den Mai 2020 für meinen Gedanken. Die innere Wahrheit. Aha. Ich weiß nicht, ob wir schon hell genug haben, wenn ich so nah hingehe. Geht, oder? Okay. Man sieht auf der Karte innere Wahrheit, das ist eure Hauptenergie für nächste Woche, meine lieben Widder, sieht man eine Eule. Diese Eule steht auf einer Maske und ihr, ja, in ihrer Brust ist so ein Fenster, welches geöffnet ist. Ja, innere Wahrheit, wenn das Fenster hier für Wahrheit steht und die Maske für die Täuschung steht, könnte das ein sehr metaphorisches Bild sein, was es glaube ich auch ist. Wahrscheinlich geht es da ehrlich zu sein, ehrlich zu euch selbst vielleicht auch zu sein. Ich weiß es noch nicht genau, auf jeden Fall habe ich da oben die Zahl 14, liebe Widder. Das könnte natürlich eine Zahl von Bedeutung für euch sein, vielleicht auch die Quersumme 5, ich weiß es nicht. Aber die innere Wahrheit ist die Hauptenergie für euren Mai 2020, liebe Widder. Dann schauen wir doch mal, was die Tarotkarten sprechen. Liebe Schicksal, was kannst du mir sagen über den Mai 2020 für meine Widder? Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den Mai meiner Widder 2020. Ui, die war zuerst, die lassen wir noch umgedreht. Und die Liebenden habt ihr. Liebe Widder, liebes Schicksal, Mai 2020 für meine Widder. Fast in der Reihe, die 9 der Münzen. Schön, 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 schön. Mai 2020 für meine Widder, liebes Schicksal. Ich habe sie schon gesehen, es waren die 5 der Stäbe. Und eine noch, liebe Schicksal. Die 4 der Kelche. Gut. Auf der Unterseite habt ihr, liebe Widder, die 4 der Münzen. Innere Wahrheit. Innere Wahrheit. Okay. Ich mische hier nebenbei die Karten, hoffe leise genug und erkläre euch, dass der Herrscher euch repräsentiert, liebe Widder. Ihr steht hier am Anfang eures Readings selbst als Herrscher sozusagen.
Repräsentiert also ganz klassisch den Widder, der Herrscher. Außerdem repräsentiert der Herrscher eigentlich alle Könige im Tarot. Das ist sowas wie Superman mit schönerer Frisur. So einer ist es. Ein bisschen in die Jahre gekommen, aber der hat Eigenschaften, da haut's dir die Mütze weg. Das ist wirklich so. Wie gesagt, er hat alle Eigenschaften der Könige im Tarot. Der ist, was weiß ich, alles halt. Ihr könnt es euch vorstellen, das ist wirklich ganz krasse Energie hier. Sehr viel Schöpferkraft dabei. Schöpfertum, der ist bodenständig, der ist aufrichtig, der ist zielstrebig, der ist ehrlich, der ist optimistisch, der ist mächtig, einflussreich. Ja, Herrscher verkörpert öfters auch mal sowas wie einen Chef zum Beispiel, sowas wie einen Abteilungsleiter. Ähnliche Energie dann wie der König der Münzen in dem Fall. Ja, Herrscher repräsentiert aber auf jeden Fall euch, liebe Witter, und ihr steht hier am Anfang eurer Legung. Die Liebenden. Die Liebenden steht für den Zwilling. Ihr habt das vielleicht mit einem Zwilling zu tun, meine lieben Witter. Die Liebenden stehen auch für eben, ja, zwei Liebende sozusagen, die hier unter diesem Schutzengel, ja, vielleicht Beistand erhalten, vielleicht aber auch einfach schicksalshaft zusammen sein sollen. Kann auch sehr gut sein. Die Liebenden steht auch für eine Herzensentscheidung. Müssen wir noch weiter klären, liebe Witter. Die 9 der Münzen. Die 9 der Münzen ist die klassische Single-Karte zum einen. Zum anderen spricht diese Karte hier sehr viel von Selbstwert und von Stolz. Diese Frau hier hat auch einen kleinen Vogel so auf der Hand. Vögel, wie auch diese Eule hier vorne, stehen für mich immer für Nachrichten und Kommunikation. Diese Karte repräsentiert vor allem eben den Selbstwert. Diese Frau weiß, was sie wert ist. Die Frau weiß, was sie geleistet hat. Die Frau, ja, kennt auch ihren eigenen Wert einfach und mag diesen auch nach außen transportieren. Das hat jetzt nichts mit Arroganz zu tun, diese Karte. Es ist einfach wirklich dieser Stolz einfach, den man auch nach außen hin tragen kann. Fünfter Stäbe, sehr zweideutige Karte, kann zum einen für einen gesunden Wettbewerb stehen, für ein Wetteifern stehen, kann aber auch für Streitereien und Konflikte stehen, auch für Chaos manchmal, aber auch für Teamwork. Je nachdem, was jetzt hier noch kommt, liebe Witter, kann ich euch dann mehr dazu sagen. Die 4 der Kelche, ja, die habe ich in letzter Zeit oft. Da, ja, bekommt einer eben so einen Kelch hier angeboten. Und dieser eine hier hat hier vorne 3 Kelche. Und entweder sieht er diesen Kelch nicht, oder er möchte diesen Kelch nicht. Verschränkt hier die Arme davon, schmollt so ein bisschen, ist so ein bisschen abweisend. Ist ganz zufrieden mit seinen 3 Kelchen hier. Oder ist halt einfach nur, ja, stur, dickköpfig, vielleicht auch arrogant, um diesen Kelch hier anzunehmen bzw. wahrzunehmen. Die 4 der Münzen. Die 4 der Münzen ist, ja, ähnlich wie der Typ hier. Es ist eine verschlossene Energie, Vier der Münzen spricht auch von Besitz, von Reichtum, für das Festhalten, was man hat, für Sparen auch manchmal, aber auch für die Erschlossenheit, für den Rückzug, für das Verschließen an sich. Ja, auch für Stolz hier, Sturheit. Naja, schauen wir doch mal weiter, liebe Witter. Der Herrscher. Eine Klärungskarte zum Herrscher, bitte, liebe Schicksal. Der Mond. Okay. Eine Klärungskarte zu den Liebenden, bitte, liebe Schicksal. Das lassen wir doch ungerührt. Eine Klärungskarte zu den 9 der Münzen, liebe Schicksal. Lassen wir auch noch umgedreht. Eine Klärungskarte bitte zu den 5 der Stäbe, liebe Schicksal. Die ging schnell. Die Königin der Stäbe. Und eine Klärungskarte zu den 4 der Kelchen, bitte, liebe Schicksal. Lassen wir auch noch umgedreht. Auf der Unterseite des Decks habt ihr die Hohepriesterin. Wenn man einer Karte das hier zutragen kann, die innere Wahrheit, dann ist es wahrscheinlich die Hohenpriesterin oder der Hierophant. Die haben sehr viel mit innerer Wahrheit zu tun. Schauen wir doch mal, was hier weiterhin liegt. Es ist der Mond. Der Mond steht seines Zeichens für die Fische. Auch die Hohenpriesterin steht für die Fische. Vielleicht habt ihr es mit einem Fisch zu tun, liebe Winner. Könnte sein, kommt jetzt gerade sehr stark rüber. Der Mond steht für Geheimnisse. Der Mond steht für Angst. Für das Undurchsichtige. Auch für die Ferne manchmal, für die Nacht. Mond kann noch für vieles stehen.
Aber ja, klären wir nochmal auf jeden Fall. Ich lege hier noch eine Reihe in den Monatsreadings, aber der Mond auf den Herrscher, ja, das ist sehr viel Ungewissheit. Da ist sehr viel Ungewissheit, wo vorher Gewissheit war. Da ist sehr viel Angst, wo vorher, ja, Furchtlosigkeit war. Man sieht hier so eine Entwicklung. Man sieht hier zwei Seiten. Vielleicht ist das, wie ihr euch nach außen gibt, liebe Widder, und wie es in euch innen ausschaut. Könnte ich mir gut vorstellen. Müssen wir noch klären. Die Liebenden mit den Fünf der Schwertern. Die Fünf der Schwerter ist der Gedankenkreis. Auch hier wieder Nachrichten zu sehen und Kommunikation zu sehen mit diesen Flugwesen hier. Der Gedankenkreis. Ich weiß noch nicht genau, worum es hier handelt, liebe Widder. Es könnte eine Arbeitssituation sein, es könnte eine Familiensituation sein, es könnte eine partnerschaftliche Situation sein. Das muss ich mir noch genau anschauen. Machen wir erstmal weiter. Nee, machen wir nochmal nicht den da hier. Vier der Kelche geklärt mit den Sechs der Münzen. Das ist schön. Das ist deswegen schön, weil hier ein Ungleichgewicht war. Entweder habt ihr diesen Kelch nicht haben wollen, oder ihr habt diesen Kelch jemandem gereicht, der ihn nicht haben wollte. Beziehungsweise einer von euch beiden hat diesen Kelch nicht gesehen, beziehungsweise ja, sich davor gesträubt, ihn anzunehmen. Aus Sturheit ja, abgelehnt, sozusagen. Das ist eine Art Ungleichgewicht natürlich. Der eine möchte euch natürlich was anbieten, der andere lehnt es ab. Das ist ein Ungleichgewicht. Was hier aber ins Gleichgewicht kommt, weil bei dieser Karte spricht man sehr viel von Fairness, vom Gleichgewicht, vom Ausgleich, vom Geben und Nehmen vor allem. Man nennt das auch die kleine Waage hier, diese Karte. Die Königin der Stäbe auf die Fünf der Stäbe ist, ja, sagt noch nicht so viel aus. Es kann hier immer noch eigentlich um Teamwork gehen, es kann immer noch um Chaos und Konflikt gehen, es kann aber auch, ja, es kann aber auch um Streitereien gehen mit einem bestimmten Menschen, seines Zeichens Feuerzeichen, vielleicht ein Löwe, vielleicht ein Widder, ein anderer Widder als ihr, oder ein Schütze, es könnte aber auch natürlich für euch stehen, liebe Widder. Muss ich noch schauen, und in der Mitte des Readings sind die zwei der Stäbe, die zwei der Schwerter. Ja, ich glaube, es ist ein wirklich sehr zweiseitiges Reading. Davon spricht auch, glaube ich, die Hauptenergie, die innere Wahrheit. Mal schauen, ob ich das hier rausfinde, liebe Widder. Liebe Widder, ich glaube, das ist ein sehr spezielles Reading, das vielleicht nicht für viele von euch resoniert, aber sehr viel Aussagekraft in sich trägt. Ich möchte hier erstmal noch weiter klären, okay? Eine Klärungskarte zum Mond, den Schicksal. Der König der Münzen. Das ist das, wo ich vorhin geredet habe. Der Herrscher, ich sehe im Herrscher eher oder am meisten eigentlich die Energie des Königs der Münzen. Das ist dieser, ja, der Selbstwert, der Stolze. Ja, der viel erreicht hat, der weiß, was er erreicht hat, der stolz auf seinen Besitz ist, auf seine Errungenschaften, wenn ihr so wollt. Ich sehe hier am meisten den Herrscher drin, und genau dazwischen ist der Mond. Ich hätte gerne eine Klärung zu den Fünf der Schwertern, bitte. Die Neun der Schwerter. Okay, eine Klärungskarte zu den Zwei der Schwertern, bitte, liebes Schicksal. Mäßigkeit. Okay. Eine Klärungskarte zu der Königin der Stäbe. Die Acht der Stäbe. Finde ich eine gute Entscheidung. Ich erzähle euch auch gleich, warum, liebe Widder. Eine noch hier, die Sechs der Münzen. Der Stäbe. Okay. Auf der Unterseite des Decks habt ihr die Gerechtigkeit, liebe Widder. Okay. Der König der Münzen geklärt auf den Mond, der Mond geklärt auf den Herrscher. In dem Herrscher, wie gesagt, sehe ich euch, liebe Widder. Das ist die klassische Karte, die euch repräsentiert im Tarot. Im König der Münzen sehe ich, wie gesagt, diesen stolzen Menschen, diesen Menschen mit sehr, sehr viel Selbstwert. Auch diese Karte spricht von sehr viel Selbstwert. Auch das Selbstbild ist hier, glaube ich, gemeint. Der hier ist, ja, der weiß, was er hat. Der ist stolz auf das, was er hat. Der hat sich das erarbeitet. Durch Schaffenskraft, durch Tatendrang. Der hier ist mit sich selbst extrem zufrieden, dieser Mensch. Es hat nichts mit Arroganz oder sowas zu tun. Das ist einfach bloß hier wirklich dieser,
ja, dieser verdiente Stolz, kann man sagen. Und zwischen diesen beiden Menschen hier, diesen beiden Charakteren, diesen beiden Eigenschaften, die diese Karten repräsentieren, habe ich den Mond. Der Mond steht für, wie gesagt, das Undurchsichtige, manchmal auch für die Ferne. Ich sehe hier vor allem eigentlich dass die Unklarheit und die Ängste raus. Liebe Widder, es geht hier weiter. Ihr habt hier die Liebenden, ihr habt die 5 der Schwerter drauf, ihr habt die 9 der Schwerter drauf. Die 5 der Schwerter ist ein Gedankenkreis, den ihr euch macht, selbst im Kopf sozusagen. Es sind diese, ja, wie sagt man denn da, Gedankenspiralen, glaube ich, wo man dann denkt irgendwie, ja, wie bin ich in diese Situation eigentlich reingeraten? Was kann ich denn tun, um da wieder rauszukommen? Könnte mir vielleicht jemand helfen? Will ich mir überhaupt helfen lassen? Was passiert, wenn ich mir helfen lasse? Was passiert, wenn mich dieser Typ enttäuscht? Und so weiter und so fort. Das sind diese Gedankenkreise, diese Spiralen, die ihr euch selber macht. Oftmals aufgrund von Annahmen oder auf, ja, vielleicht Halbwahrheiten auch manchmal. Dinge, die ihr nicht hundertprozentig durchleuchten könnt, versucht ihr zu durchleuchten, könnt das aber nicht durchleuchten, weil euch alle Fakten fehlen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist sehr kompliziert, aber das sind diese Gedankenkreise. Der das hat, weiß genau, was ich meine. Die 9 der Schwerter. Die 9 der Schwerter ist eine ganz, ganz heftig negative Karte, weil da geht es um Ängste, um Zweifel, um Sorgen, um Misstrauen, um ja, Schuldgefühle auch, Albträume, schlaflose Nächte. Ganz, ganz schlimme Energie hier. Auf die 5 der Schwerter, auf die Liebenden. So, und das hier ist eigentlich eine sehr signifikante Sparte. Ich erkläre euch gleich, warum. Die 2 der Schwerter ist hier direkt in den Mitte eures Readings. Man sagt, die Waage im Mond bei dieser Karte strahlt so auf ein bisschen auf alles irgendwie hinaus. Bei der 2 der Schwerter geht es um eine selbst auferlegte Unentschlossenheit. Ihr könnt euch hier nicht entscheiden, ihr seid hin und her gerissen und ihr wisst nicht, wirklich nicht, was ihr tun sollt. Vielleicht wiegt ihr Pro und Contra ab, das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall habt ihr Angst, euch für eine Sache zu entscheiden, für die ihr euch vielleicht entscheiden wollt, vielleicht aber auch nicht könnt. Ich spreche deswegen so, ja, verhalten, sage ich jetzt mal, weil hier unten die 2 der Kelche auftauchen, in der Hand eben dieses Schutzengels, der die Mäßigkeit repräsentiert, steht hier auch für einen Schützen, aber bei der Mäßigkeit geht es hier darum, dass sich hier ein Kelch und hier ein Kelch austauscht miteinander. Dass etwas in Heilung kommt, was vorher nicht mal angesprochen wurde, sondern was tief in einem drin steckt. Und jetzt bin ich bei der inneren Wahrheit. Liebe Widder, ich glaube, vor allem das hier repräsentiert, wie ihr euch nach außen gibt und wie ihr euch innerlich fühlt. Es sind hier so deutliche Unterschiede zu erkennen. Der Herrscher, Selbstwert. Und ja, ne, Stolz und Schaffenskraft und Tatendrang. Das seid ihr, liebe Widder, wie ihr euch nach außen gibt. Innerlich sieht es bei euch teilweise ganz, ganz anders aus. Ihr habt hier den Mond, ihr habt hier die Undurchsichtigkeit, ihr habt hier auch die Ängste, euch zu zeigen, vielleicht eurem Gegenüber, vielleicht aber euch auch selbst einzugestehen, dass ihr vielleicht euch manchmal selbst etwas vormacht, liebe Widder. Vielleicht gegenüber einem Menschen, vielleicht euch selbst nur, vielleicht in der Familie. Das kommt hier nicht deutlich raus. Ich glaube aber, ihr habt innerlich so viele, ich sag mal, Gewissensbisse, auch sehr viele Zweifel, vielleicht auch, ja, Sorgen, vielleicht aber auch geht's noch weiter. Diese Karte könnte davon sprechen, nämlich vom Selbstbildnis, sagt man, dass ihr, ja, den Wert, den ihr nach außen hin repräsentiert und verkörpert, selbst bei euch nicht fühlt. Wisst ihr, was ich meine? Es ist relativ psychologisch hier auch ausgedrückt, aber dieser König der Münzen ist zwar annähernd so wie der Herrscher, jedoch nicht in dieser Deutlichkeit, nicht in dieser Gewichtung. Und ich denke, ihr gebt euch hier nach außen hin oder einer bestimmten Person hin wie der Herrscher, obwohl ihr eigentlich euch wie der König der Münzen fühlt. Wie gesagt, es ist eine ähnliche Energie, aber ich glaube, ihr spitzt manches zu. Ihr stellt euch nach außen hin, ihr gebt euch souveräner, als ihr euch innerlich fühlt. So könnte man es gut ausdrücken. Das ist nichts Verwerfliches, liebe Widder. Es ist sogar relativ normal, das machen ja sehr, sehr viele. Ich glaube aber, dass ihr diesen Menschen, um den es hier geht, vielleicht nicht komplett aufrichtig sein wollt oder könnt. Und ich glaube, dass es an der Zeit
in den Ausgleich zu bringen. Das ist nämlich hier hinten. Da komme ich gleich nochmal dazu, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Hier sehr ähnliche Sparte. Die Liebenden. Ich glaube, ihr gebt euch nach außen hin zum Beispiel einer bestimmten Person hin sehr, sagen wir mal, selbstbewusst, sehr souverän, sehr engagiert, sehr versiert und gefasst sozusagen. Seid aber innerlich ziemlich zerstreut. Ich glaube, ihr habt hier Ängste. Ich glaube, ihr habt hier Sorgen, die ihr nach außen hin nicht zeigt. Die ihr nämlich in diesem Gedankenkreis verarbeitet. Diese Energie hier ist ähnlich wie diese Energie hier, nämlich dieser Gedankenkreis, wo ich vorhin schon gesagt habe. Und die zweite Schwerter ist eben das, ja, soll ich jetzt sagen, soll ich jetzt nicht sagen, soll ich aufrichtig sein, soll ich nicht aufrichtig sein? Was kann ich denn tun? Hoffentlich sieht er nicht, wie es mir innerlich eigentlich geht. Das ist diese Energie hier, sehr ähnliche Karten. Und diese Karte spricht hier rein vom Selbstwert. Die hat hier, glaube ich, nichts mit dem Single-Dasein zu tun, sondern sie spricht vom Selbstwert. Und den Selbstwert transportiert ihr nach außen, eine Selbstsicherheit transportiert ihr nach außen. Aber innerlich, liebe Witter, seid ihr alles andere als sicher, was eine bestimmte Sache angeht. Diese ganze Legung kann auch auf euren Gegenüber treffen. Wie gesagt, die Rollen können vertauscht sein in allgemeinen Readings. Aber jemand ist hier extrem unsicher, gibt sich aber sehr souverän und sicher nach außen hin. Und ich glaube, das hier, dieser Austausch von Herz zu Herz hier, soll symbolisieren, dass es Zeit ist, diese Ängste, diese Gefühle, diese inneren Emotionen, die man bisher verborgen hat, hinter dieser Maske hier hinten, dass man die zum Ausdruck bringt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass euer Gegenüber es vielleicht sogar ahnt, dass ihr euch nach außen hin etwas anders gebt, als ihr innerlich seid. Und wenn das der Fall ist, kann ich euch nur raten, seid ehrlich und aufrichtig, wenn ihr diesen Menschen behalten wollt. Es ist wirklich so. Ich denke auch, dass es hier ausgedrückt wird. Das hier ist wirklich ein Streit, ein Konflikt, den ihr selbst, liebe Widder, in euch austrägt. Fünf der Stäbe, fünf der Schwerter. Es ist ein Streit und es ist ein Konflikt, den ihr mit euch selbst habt. Ich glaube, dass euer Gegenüber oder der Mensch, mit dem ihr es zu tun habt, so langsam checkt, dass ihr euch nach außen hin etwas anders gebt, als ihr euch innerlich fühlt. Ich denke, er macht sich Sorgen. Ich denke, er ist etwas verwundert. Er wird euch nichts unterstellen, glaube ich. Aber ich glaube, er will, dass ihr euch öffnet. Und ich glaube, das wird hier passieren. Die Acht der Stäbe hier handelt von Kommunikation und Bewegung. Es kann sehr gut sein, dass ihr, liebe Widder, und ich sehe euch hier in der Königin der Stäbe, dazu aufgefordert seid, von eurem Gegenüber, vielleicht von einem Freund, vielleicht von einem Kollegen, vielleicht auch von einem Partner oder Partnerin, ihr werdet hier, glaube ich, aufgefordert zu reden. Die Wahrheit zu sprechen, sozusagen. Spricht auch die Gerechtigkeit davon. Spricht auch die Mäßigkeit davon. Spricht auch die Karte davon. Also ihr werdet hier aufgefordert, ehrlich zu sein. Ehrlich mit euch selbst zu sein. Und wenn es hier sich auch wirklich um einen Partner, um eine Partnerin handelt oder um einen Menschen, dem ihr sehr, sehr viel wert seid, den ihr länger in eurem Leben behalten möchtet, der sich für euch interessiert, ist es auch an diesen Menschen gedacht, dass man das rauslässt. Spricht auch die Hohenpriesterin dafür übrigens. Ich glaube, hier wird euch dieses Angebot gereicht. Hier wird euch, glaube ich, gesagt, bei diesen vier der Kelchen, ich sehe, was mit dir los ist. Was ist los? Du redest nichts? Du gibst dich nach außen hin so, als wäre alles in Ordnung, aber ich sehe, dass nicht alles in Ordnung ist. Das könnte so ein Gespräch hier sein. Und das ist eine Hilfestellung, eine Hilfeleistung, ein Angebot, was euch hier unterbreitet wird. Und hier seid ihr am Schmollen, liebe Widder. Oder diese Person, wie gesagt, dreht es euch um. Aber das hier soll in den Ausgleich kommen. Ich glaube, ihr sollt hier eine innere Ruhe erlangen. Davon spricht auch sehr die Mäßigkeit. Auch die Waage, auch die Hohenpriesterin. Die Karte hier. Von einer inneren Ruhe, von einer inneren Wahrheit spricht hier eigentlich das komplette Reading. Versteht ihr, was ich meine? Ihr habt hier eine Bürde zu tragen, liebe Widder. Zehn der Stäbe, das ist sehr, sehr viel Gewicht auf euren Schultern lastend, liebe Widder. Stabenergie, eure Energie. Und die hier soll in den Ausgleich kommen. Die Gerechtigkeit hier ist das Outcome. Die Hohenpriesterin ist das Outcome. Das sind zwei Menschen, das sind zwei Personen, das sind zwei Energien, die sehr intuitiv sind, die extrem fair sind, die extrem innerlich ruhig sind. Und ich glaube, dahin sollt ihr euch bewegen, liebe Widder. Lasst das raus, was euch innerlich beschäftigt, ihr aber nicht nach außen hin transportiert. Ich weiß, dass das viele Menschen aus Selbstschutz tun. Ich weiß, dass das viele Menschen aus Angst tun. Ich weiß, dass es auch viele Menschen aus Vertrauensunfähigkeit tun. Ich sehe hier aber einen Menschen, wenn es sich bei euch um einen Menschen hier handelt,
sehe ich, dass ihr diesem Menschen das anvertrauen könnt. Und so ein kleiner Tipp am Rande, liebe Widder, wenn ihr es mit einer Waage zu tun habt, ich habe hier eine Waage, ich habe hier eine kleine Waage, ich habe hier noch eine Waagenkarte, eine Waage findet nichts interessanter und nichts attraktiver an einem Menschen, als wenn er ehrlich und aufrichtig zu euch ist. Ist wirklich so. Ich spreche aus Erfahrung. Liebe Widder, öffnet euch. Öffnet euch einem Menschen gegenüber, der ja, euch wirklich dazu bringen will, euch zu öffnen, der euch in eine innere Ruhe versetzen möchte. Das sehe ich hier sehr deutlich aus, liebe Widder. Erkennt für euch selbst die innere Wahrheit und ich glaube, die kennt ihr bereits. Jetzt ist es an der Zeit, sie nach außen hin zu transportieren. Ja. Liebe Widder, das habe ich für euch. Wenn es für euch resoniert, wünsche ich euch sehr viel Kraft, sehr viel Mut. Ich weiß, dass man dafür Mut braucht. Und wenn ihr euch hier überhaupt nicht drin seht, schaut euch gerne Mond-Venus- oder Aszendent-Video von euch an. Dort sind dann Botschaften drin, mit denen ihr wahrscheinlich eher in Resonanz gehen werdet. Ansonsten, liebe Widder, wünsche ich euch einen schönen Mai. Bleibt gesund. Lasst mir gerne wieder Feedback, Kommentare da. Lasst mich auch gerne wissen, wie das so ausschaut hier mit persönlichen Readings und weiterführenden Readings, ob da Interesse von eurer Seite aus besteht. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns wieder und bleibt gesund. Bis dann!